Jawohl, Gothic 2 und mit einem strahlenden Sonnenuntergang geht's los. Wir sind vorm Kloster des einzig wahren Gottes, dem Innos-Kloster mit Velaya, die eventuell ungläubig ist, aber das ignorieren wir jetzt mal. Es geht darum, ein Buch zu finden oder irgend so ein Gedöns. Also mit den Hallen von Irdorad geht's irgendwie weiter in der Gothic-Story und das finden wir raus. Das finden wir raus. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Ja, Mann. Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ja, wer sonst? Natürlich. Mann, der Innosheld, der mal wieder dringend ein besseres Schild bräuchte. Jo. Wer erzählt denn sowas? Geil. Das Kloster ist super. Das ist kein Geheimnis. Das ist so geil. Das ist so cool. Ich finde es toll. Überaus toll. Palan, was geht? Aha. Wo finde ich Innos oder keine Ahnung? Gab's da nicht mal irgend so ein lustiges Video mit einer Badewanne und so? Keine Ahnung. Es muss wurscht sein, wie geht hier weiter? Fyrdokker. Oder labern wir mit den unwichtigen Gesellen? Ja, der mit seiner geilen Kapuze. Die ist auch so cool. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest. Ja, aber... Nichts, was ich nicht schon weiß. Und Serpentis? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was komm. Du zu tun hast. Nicht so ruppig, mein Freund. Nicht so ruppig. Spricht mal so mit dem Paladin, ich glaube nicht. Wird gerichtet. Alle Drachen sind tot. Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Wir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Wurzel? Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Nur. Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorad niedergelassen hat. Innos, stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Oh Gott, der schwarze Tempel? Nein! Illidan! Den Kriegskleben von Essenot? Nein! Oh Gott! Was sind diese Hallen von Irdorad? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorad tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Tempel verschwunden. Er hat gemeint, der westliche und der östliche, dass die Tempel zerstört sind, ne? Und die anderen zwei sind verschwunden. Könnten diese verschwundenen Tempel vielleicht die Tempel der Luftnomaden sein? Sind sie weggeflogen? Ja. Fangen wieder die Avatar-Stories an. Ja, genau. Perfekt. Yes, sorry, da kommt halt der Fanboy raus. Da kommt einfach der Fanboy raus. Ich häng, Leute, ich häng.
Edzard. Ja, muss mir mal ein bisschen ummodeln hier. Okay, die verloren geglaubtes Buch Xardas, keine Ahnung. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Yeah. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Talamon? Ach so, hat Talamon das Buch oder was? Das hat er es mir zurückgegeben, keine Ahnung. Ja, um das Buch zu lesen, braucht man doch die magische Formel. Ja, irgendwas mit Eldorado. Ich glaube, das hat echt. Der hat es mir doch gegeben, oder? Das hat Mechanismen. Hat es mir nicht gegeben. Blasphemie. Liegt in den unteren Gewölben des Klosters. Mann. Sag's doch gleich. Ja, hat er wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Die Storys von den Luftnomaden, ja. Die machen alle immer ganz wirr. Okay, irgendwie nach unten in die tiefen, dunklen Eingeweiden des Innos-Klosters. Ja, hier geht richtig die Post ab, Leute. Ja, hier ist nämlich alles. So. Das sind die tiefen Untergründe, da ist das komplette geheime Wissen der Magier versteckt. Neoras? Ich glaube, der ist eigentlich auch unwichtig. Ja, jetzt. Ja, hier sind wir richtig. Hier geht's lang. Hallöchen. Da ist der Wächter. Und da ist. Und hier ist kein Wächter mehr nötig. Hallo, ich habe hier übrigens ein Innos-Schild. Keine Ahnung. Ist weg. Achso, und wir haben übrigens. Wir haben übrigens 63 Lernpunkte über. Ja, Stärke 100. Okay, kriegen wir hin. Und es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Doch, Luca sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Auf dem Alchemietisch, also Talamon. Wirklich? Ja, wahrscheinlich. Ich denke, ein Magier darf nicht lügen. Auf diesem Alchemietisch? Da liegt kein Buch. Ja, es ist noch ein Alchemietisch, man, der dieses Buch. Die Hallen von Irdorat. Oh Gott, die Story wird alle töten. Quickshave. Ah, magische Bücher lesen, das ist. Jetzt kommt's. Ich trau mich nicht. Soll ich? Ich weiß nicht. Ja. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Okay. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek an der Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnung gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicher alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Okay. Und da war noch Zeug dabei. Ich weiß auch welches Zeug. Das hat nämlich was mit der Karte zu tun. Was ist er denn? Karte der heiligen Schreine? Minental? Ach so, Xardas Brief? Notiz? Ich weiß nicht. Karte Passierschein? Das sind.
richtige Karten? Keine Ahnung, wo ist jetzt das? Was ist das Stück? Nicht auffindbar. Egal. Marschier mal durch. Sesam, öffne dich. Tür ist kaputt. Geh mal wieder. Oder? Moment, ich passe zu wenig auf, was im Spiel passiert. Ja, ist irgendwo eine geheime. Ja, das hatte er erwähnt. Bäm. Er ist blöd, wenn man alles weiß. Ah, Freiby, das wusstest du doch. Natürlich. Natürlich. Vielleicht war das die? Was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt Ding. Ich will jetzt nicht irgendwelche Botschaften von Xardas lesen, was hier abgeht. Hallo? Ah. Wer war da? Skelette. Ey, ich dachte, hier geht's wichtige. Mächtige Gegner oder sowas. Dämonen. Und Dämonenlords, wie in der letzten Folge. Läuft. Und die marschiert durch. Ja, komm. Langsam, Braut. Langsam. Ach. Ach, gut, das ist vorbei. Ja. Heilung. Wir brauchen Heilung. Hier, nimm den. Einen fetten Humpen. Wobei, die hat ja auch noch Selbstzahlungskräfte, ne? Da Stufe aktualisieren sie hat. Regeneration, ja. Hat doch alles. Heil dich, Frau. Benutzt seine weibliche Power der Heilung, keine Ahnung. Wir marschieren weiter. Das stimmt, das war doch diese Art von Irrgarten hier. Losgeleert. So ist richtig. Solange die auf mich gehen kann, will Laia da im Hintergrund regenerieren. Die sollen auf mich gehen. Genau. Uiuiui. Komm. Machen nicht mal mehr ansatzweise Schaden. Hallöchen. Grüße. Wo sind die Gegner? Weniger. Weggesprengt. Explosion. Hallo. Ich bin nur wegen Bier hier. Ein Mistvieh weniger. Ja. Irrgarten des Todes. Ja. Irrgarten des Todes. Hier gibt's nichts zu sehen. Dann gibt's vielleicht hier was zu sehen. Immer dem Licht nach. Ach Gott, ja, stimmt, Velaya teleportiert sich eh hinter hier. Das macht das Ganze. Ja, da ist es doch. Velaya ist super. Skelettmagier des Todes. Ich glaube, die Skelettmarker sind irgendwie ein bisschen buggy hier. Egal. Besser für uns. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Böse? Dämonische Atemgeräusche. Oder traurige dämonische Atemgeräusche. Wer weiß es? Oh Gott. Das ist jetzt richtig. Da hilft nur eins. Leute, da hilft nur eins. Da hilft nur die Magie Innos. Nein, das ist nicht. Ich weiß nicht, welche Magie das ist, aber.
Die Untoten vernichten Spruchrolle. Oh Gott, zum Glück findet ihr auch noch Einsatz. Habe ich da noch eine? Untote vernichten. Ohne Mist. Quickshave. Kommen Sie. Skelettkrieger, Sir. Würden Sie bitte auf ewig in die Schatten? Ja. So geht's. Schattenkrieger. Lächerlich. Weniger. Oh ja. Da drüben sind noch leider noch mehr Mistviecher. Würden Sie kommen, werter Dämon? Werter Dämonenlord? Ach, Velaya macht das schon. Beste Frau. Vielleicht nicht so ganz. Vielleicht auch nicht so ganz. Einen Dämon wird sie wohl schaffen. Ja, Mann. Einen Dämonenlord wird sie wohl schaffen. Würden Sie bitte hier warten? Warte. Gut. Gut. Moment. Der bekommt Schaden, oder? Wieder Schaden bekommt. Easy life. Ach, ist das schön hier. So, nächster. Komm, ich habe hier eine richtig geile Bogenschützin. Die. Die will randalieren. Läuft. So, welcher Dämon möchte noch in die Falle? Hallöchen. Würden Sie bitte mitkommen, Sir? Hier ist nämlich eine Stelle, in der ich sehr viele Pfeile habe. Sehr gut. Tja, was ist das jetzt? Ein Lord? Und zwei niedere Dämonen. Zerstört. Dank der Heldin der heutigen Folge. Bogenschützin Velaya. Komm sie mit. Komm mit. Klar, kein Problem. Wir müssen jetzt die schlimmsten Rätsel der Gosse-Geschichte lösen. Nämlich, was hier in dem Buch steht. Es ist ein Almanach. Und was hier steht. Es ist Buch. Ein Runenstein. Krass. Noch mehr Schätze. Eine Buch. Ja, mit Fangwaren. Shit. Das war dann das Schlechteste, was man wählen konnte. Okay. Ich nehme mal den Shit hier mit. Seekarte zur Insel und die Träne Innos. Welch vorzügliche Träne. Ja, perfekt für einen Paladin. Ja, schlürfen wir gleich mal. Ja, die killt einen. Spoiler-Alarm. Jo, wir haben Dinge errungen. Ja. Yeah. Nicht die Lieferung.
Wow. Welch genaue Positionsangaben. Ja. War das doch das verstaubte Buch? Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irdorath handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit vor Corines Hafen. Belias Interesse an den Erzminen wird immer offenkundiger. Oh, hört, hört. Je stärker sie sind, desto eher scheinen sie es wert zu sein, ihm als Untote zu dienen. Ein solch bekehrter Paladin ist für einen Kämpfer nur schwer zu besiegen. Einer von ihnen ist mir in die Hände gefallen. Ich hoffe, die anderen werden seine Anwesenheit hier unten nicht bemerken. Der bekehrte Paladin scheint auf keinerlei Reize mehr zu reagieren. Ich habe seine Rüstung und seine restlichen Habseligkeiten im hinteren Raum verstaut. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Ich habe eine Teleportrune gebaut, um in den Raum zu gelangen. Die Anleitung dazu habe ich im Almanach hinterlegt, sodass der eine sie finden kann. Der eine, oh Gott, der eine, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, und der Almanach wird jetzt auch noch gelesen. Grüße, Almanach. Die Story muss weitergehen. Bam, viel Shit. Ich hoffe, dass die Kuppel das Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesen Ratschlägen unsere höheren Ziele erreichen, soll es uns recht sein. Soll es uns recht sein. Aha, dreist. Die Kuppel war nur ein Vorwand, um den Schläfer einzusperren. Ja, keine Ahnung. Super, bla bla bla. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf zu bereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Um in den geheimen Ort zu gelangen, muss man eine Teleport-Rune bauen. Dazu benötigst du einen Runenrohling und ein kleines Fläschchen geweihtes Wasser habe ich. Mit der stillen Rune kannst du dich in den Raum teleportieren. Ich bin nun sehr sicher, dass es die Tränen Innos waren, mit denen die Paladine aus der vorderen Zeit die längst vergessene hohe Schwertweihe abgehalten haben. Es sollte also möglich sein, mit den von mir entdeckten Fläschchen eine geweihte Waffe zusätzlich ihr Kraft zu geben. Oh Gott, ja, die Overpowerung beginnt. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Ohne Mist, wir teleportieren raus. Alles gelesen, alle Bücher erkundet. Keine Ahnung, es die Reizüberflutung des Todes. Bäm, die nächtliche Reizüberflutung des Todes, ja. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Geilen Shit, ey. Das glaubst du nicht, Milton. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Das wurde schon abgeschlossen. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Ja, also apropos Runenbau. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ja, Mann. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corines. Ja. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Es gibt nur einen Captain, ja? Captain, mein Captain. Und warum er sich entscheiden kann, Leute doch nicht mitzunehmen, keine Ahnung. Aber, ey, wir haben
ultra krass viel rausgefunden in der heutigen Folge und das muss, Leute, es muss gut sein. Es ist viel zu viel passiert. In der nächsten Folge stellen wir Mannschaft aus, sägen nach Irdorad und töten gewisse Dinge. Nein, keine Ahnung, es gibt noch viel zu tun. Haut rein.